Hier ist das Sportstudio, da gehen wir gleich hin. Das ist die Apotheke. Huch! Warum sagst du nichts, wenn du da stehst? Ah, ein Gutschein. Such dir ein Mittel aus. Abführmittel. Schlüsselobjekt, Abführmittel. Schlüsselobjekte sind immer so Basis-Items, die uns. Die wir nicht aktiv einsetzen können, sondern die wir irgendwo wahrscheinlich eintauschen können oder irgendwo mal aktivieren müssen oder so. Hey, hier drin ist jemand, guck weg. Was? Gib ihr Medizin. Wie? Du gibst mir wirklich welche? Danke. Puh, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank für deine Güte. Schlüsselobjekt, sexy Parfüm. Wofür brauchte man das Parfüm nochmal? Hoppala! Hoppla! Ist die geilste Scheiße. Hoppla! So, jetzt gehen wir ins Sportstudio. Ach, das war das nicht. Ist ja unten drunter. Trotzdem, laber ich mal mit dem Spaten. Okay, wir können eine bessere Waffe für sie holen und für die Tiefe auch. Mit Drehlarmband, ja. Da holen wir mal. Lass mich mal überlegen. Wir holen mal 4 Stück. Metallfaust holen wir auch mal und die Methylstange holen wir auch mal. Für alle gibt es neue Waffen, nur für Cloud nicht. Bisher natürlich. Halt. So. Und Kälte geben wir wieder Cloud. Ist auch egal, ob wir Kälte jetzt auf der Rüstung oder auf dem Schwert haben. Oder Schutz. Das spielt keine Rolle. Kollege. Okay, dann müssen wir später hier. Sportstudie hier unten. Wer ist der Penner, mit dem wir labern müssen? War das der? Ja. Du willst es also einen auf süß machen? Auf süß? Genau, und die Perücke bekommst du, aber nicht umsonst. Arg, Big Bro! Süßer wirst du nur, wenn du Big Bro schlägst. Stimmt. Also musst du dich mit uns messen. Genau, machen wir also Kniebeugen. In Ordnung, aus diesem Studio vertreiben wir dich. Bist du der schöne Bro? Was? Du wusstest, das wusstest du nicht? Der ist ständig hier und alles dreht sich um ihn. Aber egal, komm mal hier rüber. Nein, ich erkläre dir die Regeln. Wenn du bereit bist, drücke Wechseln. Oh, krass, jetzt ich weiß nicht, welche Tasten das waren. Wechseln, Abbruch. Okay, warte. Ich weiß nicht mehr, wo. Ja, ein bisschen üben, danke. Nee, warte. Nee? Ah. Moment. Okay. 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, oh. Okay, gut, das kann losgehen. Du hast 10 Kniebeugen gemacht. Alter. Ich habe eine ekelhafte Tastenbelegung. Och man, ey. Du hast Glück gehabt. Er hat 15 Kniebeugen, wir haben 16. Du bist echt eine Nummer. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Hier hast du sie. Schlüsselweg, blonde Perücke. Big Bro, ich bin so wütend, ich bin so wütend. Peng! Halt die Klappe, hör auf zu. Ja, Mann. Weil du verloren hast. Ne? So. Arg, Bro, sie begehen auf, bis auf die Knochen. Uxa!
Okay, war noch irgendwas nötig? Ich glaube nicht. So. Dann mal rein hier. Ziehst du dich um? Okay, ich bin soweit. Ach, warte mal, brauchte ich überhaupt einen Pass dafür, um da reinzukommen? Ich weiß. Nicht schlecht, das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht, sollen wir es versuchen? Danke, dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Heute geht das so. Das Kleid geht also auf die Rechnung des Hauses. Versuch eleganter zu laufen, ungefähr so, Fräulein Cloud. Was meinst du mit eleganter? Du bist echt süß, Fräulein Cloud. Ich möchte auch eins. Hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie ist das? Wie wäre es mit dem? Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Ach, was redest du? Dieses... Ich möchte dieses! Wie? Ich ziehe mich jetzt um. Nicht gucken! Und wie sehe ich aus? Ach, du bist ein Langweiler. Jetzt gehen wir als Ersatzfrau. Guck mal, wie geil der rennt. Jetzt mal eine super dämliche Frage. Wo versteckt ihr das scheiß Schwert? Was guckt denn da raus? Oh, das ist nix. Sieht aus wie ein Schwert? Nein. Das ist aber... Nein. Das ist aber... Nein. So. Junge, Junge, deine Freundin ist auch ganz schön heiß. Hereinspaziert. Zwei Damen kommen. Oh Gott, der Typ links sieht schon mega schnöselig aus. Hallo, meine Damen. Ich werde dem Don Bescheid zeigen, dass ihr da seid. Wartet hier und schnüffelt nicht rum. Das ist unsere Chance. Komm, suchen wir tiefer. Hier die Tür ist schon verdächtig offen. Nebenbei, was ist das für ein krasser Raum hier? Oh, da spielt einer Counter-Strike aus meiner Steam-Liste. Tifa? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Iris. Cloud hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Ach, du warst doch mit Cloud im Park. Ja, mit Cloud. Oh, mach dir nichts draus. War eine Zufallsbekanntschaft. Es ist nicht der Rede wert. Was meinst du mit, mach dir nichts draus? Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Cloud und ich sind zusammen groß geworden, nichts weiter. Armer Cloud, da muss er hier stehen und zuhören, wie wir ihn nichts nennen. Was, Cloud? 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 Was hast du denn an? Was machst du hier? Vergiss es. Was ist nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt? Lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich habe die Sachen hier an, weil ich sonst nicht reingekommen wäre. Mir geht's gut. Iris hat mir geholfen. Oh, Iris. Tifa, erzähl mal, was machst du denn hier? Tja, ich halte mir einfach die Ohren zu. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke, was ist denn passiert? Als wir vom Reaktor Nummer 5 zurückkamen, war dieser seltsame Mann. Naja, und Barrett schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm raus. Und da wurde der Don erwähnt. Aha, Don Corneo. Barrett hat mir gesagt, ich sollte dem Lustmörder aus dem Weg gehen. Aber etwas beschäftigt mich. Ja, du wolltest also die ganze Sache direkt von Corneo erfahren. Und darum bin ich hierher gekommen. Aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich drei Mädchen, wählt eine aus und dann... Und, naja. Na, und ich muss heute das Mädchen sein. Das ist die einzige Chance. Entschuldigt, ich hab's zufällig gehört. Wenn du die drei Mädchen kennst, gibt's doch kein Problem, oder? Naja, aber... Also, wir haben hier zwei, richtig? Nein, Iris, ich kann es nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Oh, aber Tifa darf sich in Gefahr begeben? Nein, ich will auch nicht, dass Tifa mitmacht. Wer ist dir recht? Ich bin in den Slums groß geworden, ich bin an Gefahr gewöhnt.
Vertraust du mir? Offensichtlich ja. Danke, Frau Ayeres. Nenn mich nicht, nenn mich auch Ayeres so. Hey. Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf euch. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nicht rumschnüffeln, also Frauen heutzutage. Ey, Mann. Nun macht schon. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht zu fragen, aber das dritte Mädchen bin ich nicht. Du hast recht, es war unnötig. Zu fragen. Ein Äther nehmen wir noch mit. Die werden noch Verdacht schaffen, wenn wir uns nicht beeilen. Kurz mal Materie ein bisschen umrüsten. Oh, und erstmal ausrüsten. So, Materie, wir nehmen das mal von Cloud weg. Hat die eigentlich schon ihren richtigen? Okay. Dann go. Boah, das sieht irgendwie ein bisschen krass aus farblich, ey. Sieht aus wie so ein Nappa Super Saiyan. Also, meine Damen, stellt euch vor dem Don auf. Don. Gut. Großartig. Also, dann wollen wir mal sehen, welches Mittel soll ich mir aussuchen? Das hier? Oder das? Ja, ich habe mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist dieses schlanke kleine Mädchen. Don, du hast einen prima Geschmack. Ihr könnt die anderen haben. Ja, Chef. Vielen Dank, Chef. Also gehen wir, meine Schöne. Hey Jungs, wir haben Besuch. Wir werden uns gut um euch kümmern. Das haben wir alles unserem Boss Don Corneo zu verdanken. Ein dreifaches Hoch auf Don Corneo! Haha, also meine Damen, sind wir soweit. Ist doch nur eine, oder? Dachte ich. Ja, ist doch nur eine. Alter, diese creepy Bitches. Hey da, langsam, warum denn so schnell? Warum bleibt ihr nicht ein bisschen hier? Was ist mit dem rechts los? Guckt euch den Grafik-Buggerino an. Gut, wie geht's dir? Mensch, will Grafik-Bug haben. Grafik-Bug. Echt, hihi. Komm schon, Schatz. Hey, mir wird ganz anders. Juhu, willst du tanzen? Darfst du nicht? Vielleicht kommt noch Ron, also was auch immer. Scheiß auf. Hey, was ist los? Soll ich ein bisschen beide sitzen? Nein, das ist sehr nett, aber nein, danke. Weil. Von einem stroppigen etwas wie dir will ich nichts wissen. Tada! War ein Mann! Verflixt nochmal, du dachtest, du könntest ungestraft nach vorne kommen. Schnappt ihn euch, prügelt ihn durch. Endlich Action. Peng. Ja, hoch, wo hat er denn das riesige Schwert rausgezogen? Wie heißen die Gegner eigentlich? Muss ich grad mal gucken. Ah, fuck, jetzt hab ich sie nachgeschaut. Na, ist egal. Okay. Also, was ist mit euch Nieten? Doch, nur kommt schon, ich zeig euch, wie es geht. Corneos Lakai A. Okay, B und C halt. Oh, die machen ja gut Schaden.
Nee, der macht ja ganz schön viel. Anscheinend ist das so ein Special-Spaten. Ach, das ist der ganz an der Wand gewesen. Scotch, tatsächlich, der ist anders. Auf jeden Fall darf der 2000 Hand greifen. Oh, immer noch nicht besiegt. Aber dafür kommt jetzt der Mutangriff. Oh mein Gott. Mutattacke. Aber eigentlich ist das der Mutangriff. So. Einen Moment. Mir ist gerade hier was runtergefallen. Oh, so. Cloud! Tifa, alles okay? Natürlich, wenn du mich nicht ernst nimmst, musst du dafür bezahlen. Trotzdem will ich mal hier runter.